Gebäude stehen in Flammen, Sire. Ach, geht mir doch nicht auf den Sack. Oh nö, was ist denn nun los? Das war doch so gar nicht geplant. Ja, mit klarerer Stimme wird das bestimmt ein bisschen toller, aber man kann ja nicht alles haben. Na gut, ich kann alles haben, aber das will ich doch gar nicht. Das ist doch wie cheap. Gott. Leute. Seid doch freundlich. Wir sind doch quasi Brüder. Gebäude stehen in Flammen, Sire. Oh nö. Eine Nachricht vom Uffe. So, jetzt gehen alle noch aufs Klo und dann greifen wir an. Wahrscheinlich kommen manche Nachrichten einfach mehrfach, anstatt verschiedene abzuspielen. Irgendwie so eine Art. Eventuell ist da noch irgendein KI-Fehler drin. Wo ist eure Burg? Halt doch die Waffel, du Eierkopf. Wir benötigen Steine. Hilfe. Ich werde belästigt. Herr Wachtmeister, behaften Sie diesen Schnösel. Oh Gott. Wer bei 10 nicht versteckt ist, ist selber schuld. Hahaha, da versucht einer ja ganz lustig zu sein. Halt doch die Klappe. Hat es dir schon jemand gesagt, und wenn du bist hässlich. Wenn ich so ausschauen würde wie du, ja? Ich würde mich den ganzen Tag nicht aus der Burg trauen. Bin ich froh, dass das anders ist. Och, jetzt kommt. Nein, nein, hört auf zu schießen. Pause, Auszeit, Timeout. Ah! Oh, Leute, mein Herz. Hört auf damit. Und ich in meinem Alter. Wo sind die denn? Schieß die doch mal kaputt. Es geht doch nicht mehr lange gut. Sowohl mit meiner Burg als auch mit meinem Herz. Oh, da geht's schon weiter. Nein. Ah, jetzt ist das Tor aus gleich futsch. Das geht doch echt nicht mehr normal mit den Leuten. Oh, oh. Rüstungen, ich habe noch Rüstungen. Ich hoffe, jetzt habe ich noch mal ganz kurz, weil die greifen irgendwie alle gleichzeitig an, die Uffins. Das sind mal ein paar ziemlich gemeine Schweine. Auch wenn es keine Schweine sind, aber... Ja. Die lassen mir jetzt echt nicht gerade sehr viele. Gut, ich habe mich jetzt auch so aufgebaut, dass ich den schon quasi ein bisschen Tür und Tor geöffnet habe, mich ein bisschen zu bearbeiten, klar. Boah, was zum... Alle noch mal aufs Klo und dann... Was zum Teufel ist denn da los? Kam da irgendein Voodoo-Priester vorbei und hat mich verflucht? Oh nein. Warum sterbt ihr nicht einfach? Millionen von Menschen haben das bereits vor euch getan. Tut bloß nicht so, als wäre das was Besonderes. Und wenn... Der Bergfried ist komplett. Wir sind doch alte Kumpels. Lasst mich nicht so hängen. Das Volk huldigt euch, sein. Ich komme echt gerade richtig schwer gegen. Wir benötigen aber Steine. Nur gegen den seinen wahnsinnigen, dauerhaften Katapultbeschuss. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ey, der rollt dir die ganze Zeit seine verkackten Katapulte an. Warum sterbt ihr nicht einfach? Millionen von Menschen haben das bereits vor euch getan. Tut bloß nicht so, als wäre das was Besonderes. Irgendwie komme ich mir die ganze Zeit so kopiert vor. Und woher kommt das bloß? Womit? Schicke ich mal ein paar Einheiten hier runter. Das geht nicht Warum mehr so weiter. Warum sterbt ihr nicht einfach? Millionen von Menschen haben das bereits vor euch getan. Tut bloß nicht so, als wäre das was Besonderes. Wie schon gesagt, das hört sich leider ein bisschen übersteuert an. Wegen dem ganzen tollen Lautstärkevergrößerung und so. Achtung! Ey, ist auf einmal eine Ruhe. Jetzt, wo es alles vorbei ist. Wir benötigen Steine. Das haben wir. Boah, die haben mir wieder alles zersägt. Alles ist kaputt. Das ist halt das Problem, wenn die gesamte Wirtschaft vor der Burg ist. Ich komme auf keinen grünen Spike hier. Ich verliere gegen mich selbst. Mami, das ist unfair. Der spielt unfair. Oh Gott, und da schießen die immer meine Farmers ab. Oh, oh.
Uns geht das Bier aus. Uns geht das Bier aus. Genau wie das Brot. Ihr habt nicht genügend Gold. Oh, shit. Also unsere Wirtschaft ist gerade ein bisschen am Abgrund, muss ich sagen. Das ist aber nur so eine kleine Spontaneinschätzung. Nichts drauf einbilden. Fuck. Habt ihr wenigstens euren Spaß, dass ihr mal die Seite ein bisschen geschützt ist vor den blöden Katapulten? Bei Gelegenheit muss ich dann wirklich mal hier ausrücken und ein bisschen Platz sichern. Eure Beliebtheit sinkt. Das dauert bestimmt nicht mehr lang, bis er das nächste Mal angreift. Und dann hab ich den Salat. Nein, das muss kein Salat sein, der es sehr gut bekommt. Leider nicht. Wer alles schon so macht, man Salat gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Es gibt dann doch Salat, der nicht unbedingt so genießbar ist. Wer es nicht kennt, einfach mal so macht man Salat eingeben und ihr wisst, wovon ich spreche. Oh Gott, ihr geht mal raus und macht hier ein bisschen kaputt. Von wo werden ihr jetzt beschossen? Das ist doch schon wieder gecheatet. Das geht doch nicht. Das muss aber reichen. So, irgendwo muss ich jetzt mal gucken, dass ich dann gleich zumindest eure Lordschaft wieder auf mein Holz gehe. Auf mein Holz, auf die Steine gehe. Ich gucke vielleicht wirklich mal darüber, weil dort wird es zumindest nicht direkt angegriffen. Liebe Pikiniere, geht mal da links hoch, macht es kaputt und spießt mir mal den Durchlauf. Weil wenn das da drüben ein wenig klappt, zumindest ungestörter, ist das vielleicht nicht schlecht. Dann mache ich hier sogar noch ein paar Farmen hin. Hier oben eine Eisenfarm. Eisenfabrik wollte ich schon fast sagen, ja. Guck mal, den Conker, das ist schon fast grüßen, ey. Achtung! So, da kommen nochmal zwei von euch Gurken nach. Dann gucken wir mal, dass wir uns dann nach oben ein bisschen ausbauen, weil ich glaube, das könnte funktionieren. Gucken wir mal auf 70 hoch. Was wünscht ihr? Auf dem Weg. Wir müssen wirklich ein bisschen bereiter sein, sobald er das nächste Mal angreift. Das könnte schon sehr bald sein. Das ist ja das Problem. Freundchen. So haben wir nicht gewettet. X. Machen wir mal 7. Zu Diensten. Der Quotensiebte. Ochse. So. Aber gern. Und mal rein für die Quoten auch noch ein paar Apfelfarben. Ihr könnt das nicht dort. Oder auch nicht. Alles klar. Verstehe. Schon wieder. Nichts mehr an Nahrung und so. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. So. Bis die ersten Steinchen wieder reinfließen. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wer schießt denn da schon wieder, Leute? Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Die Balliste! Die Balliste! Oh Mann, ey. Weißt du was? Geh doch sterben. Auf die Entfernung, das ist doch nicht wahr. Solange das nicht komplett meine Steinlieferung beeinflusst. Heiliger Bimbam. Ja, jetzt müssen wir aber echt mal Steine nachkaufen, um unsere Verteidigung wieder aufzubauen, weil sonst haben wir echt mal wieder die Pappe auf. Sobald er das nächste Mal angreift. Zum Glück lässt sich der Wolf, beziehungsweise der Utwin jetzt, der Nachfahre des Wolfs, ein bisschen Zeit mit seinen Angriffen. Zumindest mehr als Witchy. Sagen wir es mal so, ich glaube, der Wolf greift sogar, also das ist ja die Grund-KI vom Wolf, der greift sogar ein Stück langs, also ich glaube, der greift sogar am langsamsten an von der Rate von allen KIs. Dafür hat er die stärkste Burg und macht auch relativ starke Angriffe. Achtung! Waffen geschultert! Im Laufschritt! Wir benötigen Steine! Ja, doll. Jetzt kommen die hier noch vorbeigeritten. Hallo? Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Das ist mir egal. Wie mache ich das hier? Wie mache ich das? Eine Nachricht vom Was auch immer ihr geraucht habt, ich komme, um es mir zu holen. Richtig. Moment mal. Woher weißt du das? Schwein.
Nein, 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 Steine. Okay, ihr habt mich ja überredet. Es gibt noch ein Zweithorhaus da hinten. Ist ja gut. So, zufrieden. Ich hoffe. Und noch ein paar Ochsenjoche hier hinten, dass wenigstens ein paar Steine sicher hier durchkommen. Wir benötigen Holz. Beziehungsweise, dass die wirklich über diese Hinterpassage laufen, dass da alle Ochsenjoche hingehen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Weil da hinten ist es zumindest halbwegs sicher, im Gegensatz zu hier vorne. Ja, scheiß auf die Steine, die hier gerade noch kommen. So, und da hinten noch. Wir benötigen mehr Schweine. Wo wollt ihr jetzt mehr Schweine herkriegen? So. Gott, sind wir hier gerade am Rumstummeln. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon beinahe peinlich. Wir benötigen Steine. Ich bin viel stärker als ich. ich wollte schon gerade sagen, wo ist meine Eisenmine hin? Dabei ist sie ja noch ihr da. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Auf dem Bier? Oder was meinst du? Ach, egal. ja, toll, jetzt hat's mir... Nachricht von was auch immer ihr geraucht habt, ich komme, um es mir zu holen. Ah, zur Stelle. Oh, also das, was hier angerollt kommt, gefällt mir mal überhaupt nicht. Muss ich mal so hinzufügen, so leicht. Könnte leicht nerven. Oh Mann, haut doch mal ab, ich will hier reparieren. Dankeschön. Eine Nachricht vom Wuppe. Wer bei 10 nicht versteckt ist, ist selber schuld. Fick dich und halt's Maul. Und Junge, hör doch mal auf, mich so zu beschießen. Hat dir deine Mutter denn... Okay, ich glaube, die deine Mutter-Witze lasse ich dann doch lieber. Och komm, nicht mit Tribocken. Und Feuer. So, jetzt gehen alle noch aufs Klo und dann greifen wir an. Ich hasse dich. Moment mal. Scheiße. Ja, und der dritte kommt auch noch gleich. Aber wie gesagt, sobald der abgewehrt ist, kriegen wir gleich ein kleines Wirtschaft. Fick dich! Nein! Ah, meine schönen Getreidefarmen. Nein! Oh, oh. Au, au. Genau das ist das Gesicht, was die in Helms Klamm gezogen haben, als der Wall gesprengt wurde. Okay. Ja, ganz tolles Kino, ne? Wie wir hier schon wieder zerschossen werden, aufs Übelste. Vielleicht wären so ein paar Feuerballisten von der Burg echt hilfreich. Nur so als Idee. Ich meine ja nur. Ich glaube, die Feuerballisten sind gar keine schlechte Idee. Zumindest auf der rechten Seite, dass da mal ein bisschen Ruhe ist. Und hier oben könnten die auch ein wenig helfen. Hallöchen! Was macht ihr denn da? Also wir stellen uns gerade ein ziemlich bisschen... Och, das gibt's doch nicht. Was habt ihr gegen mein Torhaus? So schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. Ja, heldenhaft von wegen. Der Bergfried ist komplett. Ja, fragt sich bloß, wie lange noch. Moment mal, das Torhaus habe ich doch irgendwie falsch platziert. Ach, Mann. Jetzt muss ich selbst abreißen. Dankeschön, Utwin, dass du mich so weit gebracht hast. Was zum Teufel ist denn das jetzt schon wieder für eine Arbeiterwelle? Das ist ja schlimmer wie Berlin nach dem Krieg. Warum sterbt ihr nicht einfach? Millionen von Menschen haben das bereits vor euch getan. Tut bloß nicht so, als wäre das was Besonderes. Dankeschön. Bergfried ist komplett. Kommen denn die ganzen Leute auf einmal wieder her? Mensch, ins Kind. Das sieht jetzt auch nicht immer konstant gut aus. Oh Mann, sag mal, hast du Spaß an sowas? Komm bitte runter und lass dich erschießen, wie jeder standständige Mann auch. Jetzt außer mir. Für mich gelten Ausnahmen, das weiß aber jeder. So. Dann müssen wir das alles nochmal aufbauen. Na gut, von mir aus.
Eine Nachricht vom Rüppel. Warum sterbt ihr nicht einfach? Ja, Millionen ja. von Menschen haben Sei das vor euch getan. Tut bloß nicht so, als wäre das was Besonderes. Du Pipikopf. Ja, jetzt schaust du was. Ich hab Pipikopf gesagt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Fünf. Lord. Und noch ein Zwei. Tolle Hopfenfarmens. Dann wird alles gut. Wir haben sogar noch einen Holzfäller da. Ich wollte schon gerade sagen, wir haben schon wieder keinen Holzfäller mehr, aber das sehe ich ihn gerade herumstolzieren. Ein, zwei mehr können es trotzdem werden. So, jetzt mal zu unserem anderen Plan. Und zwar zu dem hier. Oh Gott, solange mir die Freunde da drüben jetzt nicht ein bisschen in die Suppe spucken. In die Spuckesuppen. Ich wollte gerade in die Spuckesuppen sagen. Zum Glück habe ich mich noch spontan umentschieden. Es werden Waffen benötigt. Zur Stelle. Und weh, es fängt nicht langsam an zu laufen. Ich meine, ich hab die letzte Mission, der letzte Sieg spontan gepackt. Wenn ich jetzt hier versage, dann das kann ich doch niemandem erzählen. Gut, das brauche ich niemandem zu erzählen. Die haben ja das Beweismaterial da. Verflucht. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall gleich mal so eine Auswanderungskolonne oder so. Irgendwas, was hier oben ein bisschen aufpasst. Oder hier, ist es nicht zu weit weg? Von. Wisst ihr was? Wir sind jetzt mal so dreist und hinfort. Vor allem wegen diesen gottverdammten Feuerballisten, die mir mal sowas von gehörig auf den Strich gehen. Besser gesagt, gegen den Strich. Ob die Feuerballisten auf den Strich gehen, das ist jetzt noch nicht so wirklich nachgewiesen. Dementsprechend bleibe ich da ein wenig zurückhaltend. Gehst du mal drauf? Danke. Was soll konstruiert werden? Was nun schon wieder los? Nahrung weg. Ihr seid vielleicht. Mensch. Damals, ja, da haben wir uns von Steinen ernährt. Es werden Waffen benötigt sein. Niemand hat sich beschwert. Also gut für die Verdauung. Die haben das Essen zerkleinert. Zumindest das Gras, das wir sonst gekaut haben. Es werden Rekruten benötigt sein. Achtung! Lass mich raten, die Baumeister hat's zerschossen auf dem Weg. Es werden Rekruten benötigt sein. Warum sollte ich auch was anderes denken, schließlich? Ach nein, das sind sie ja. Mensch, wo kommt ihr denn her, Leute? Dann schießt mal schön auf die Burg hier. Und ich hoffe, ihr trefft die Balliste ein bisschen. Eigentlich bin ich an sich schon echt glücklich, wenn es dann so weit ist, dass ich einfach nur den Turm auf zerstört krieg, dass es sich nicht wieder regenerieren kann. Waffen geschultert. Die Liste dürfte doch nicht hier drauf schießen können, oder? Das wäre mir neu. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Gut, ganz mega unwahrscheinlich wäre es zwar nicht, aber normalerweise geht das nicht. Sonst würde ich auch viel öfter Ballisten auf Türmen bauen in der Nähe von Gegnern. Das sind die Mangel eigentlich schon effektiver. Tribok könnt ihr aber eigentlich echt nicht schaden, fällt mir gerade so ein. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. So, jetzt läuft's auch mal mit den Steinen. Ach, und ihr merkt wahrscheinlich gerade, meine Nase geht gerade ein wenig zu. Oh Mann, da geht's doch den ganzen Tag gut und jetzt bei der Aufnahme. Alles doof. Blöder Winter, blöde Erkältung, blöde einkommende Kälte auf einmal. Euer Gnaden? Balliste, bereit, Milo. Gebt uns eine Aufgabe. Konstruieren Belagerungsgeräte. So. Ein Moment kurz. Es werden Waffen benötigt. So. Eben kurz was getrunken. Normalerweise mache ich das nicht direkt in den Let's Plays, aber meines Halses wegen musste ich dies jetzt tun. Er hat mich gezwungen. Ich schwöre es. Die Waffe an meinem Hals, ich habe sie gespürt. Also ich muss sagen, was Steine angeht, ist da noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Da brauchen wir doch gleich noch mehr. Joche. Unterjochen wir unser Gebiet. Ei. Im mehr als wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwie gehen uns trotzdem die Bevölkerungsschichten, die Bevölkerung aus.
geht uns die Bevölkerung aus. So. Mensch. Sprache ist ganz gemein. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh oh. Ich sehe was du nicht siehst. Das kommt auf mich zu. Oh, Scheiße. Hier kommt mal ein bisschen näher dran. Bitte, bitte. Was soll konstruiert so wird das doch nicht. Euer Gnaden? Sire? Auf dem Weg. So, für den Fall der Katapulte. Bereit oder nicht, ich bin auf dem Weg. Ja, es müssen ja nicht alle Sprüche lustig sein. Oder ein paar coole müssen auch dabei sein. Oder was? Hi. Yo, man. Es werden Rekruten benötigt sein. Aber jetzt müssen wir ja langsam echt mal Fortschritte machen. Ich komme mir gerade wirklich so unfortschrittlich vor. Ha, ha, ha. Eine Nachricht vom was auch immer ihr geraucht habt. Ich komme, um es mir zu holen. Deine Sprüche werden... Ach, halt. La, 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 la. Ach, was soll's. Oh, oh. Oh, oh. Liebe Ballisten, das muss gerade ein echt scheiß Gefühl sein, das ihr da habt. Oh, 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 oh. Fahrt um euer Leben. Schiebt um euer Leben, Baumeister. Schiebt, wie ihr noch nie zuvor geschoben habt. War doch gerade ein Tribok irgendwo. Hä? Ach da! Hallöchen! Schießt den mal kaputt, solange es noch geht. Ein erträglicher Unfall. Balliste, bereit, my lord. Ja, aber das haben wir ganz gut geregelt, würde ich sagen. Vielleicht wäre hier unten das auch keine schlechte, obwohl die Katapulte würden wahrscheinlich immer schießen. Von daher, irgendwelche Türme hinzubauen, ist vielleicht doch nicht unbedingt die allerbeste Idee. Zu Diensten. Ein paar Pikiniere, die schicken wir mal nach oben. Ganz KI-typisch. Und wir können jetzt mal endlich auf 90 erhöhen. Ich denke, jetzt funktioniert es langsam soweit. Jetzt kriegen wir nämlich auch Geld rein. Jetzt können wir auch endlich mal an den arabischen Söldnerposten denken. Und dementsprechend auch endlich mal an... Ihr könnt auf uns zählen. Die lieben arabischen Söldner denken. Was? Aus einem arabischen Söldnerposten kommen arabische Söldner? Erzähl doch. Könnt ihr den mal bitte einschießen? Hallo? Der macht hier meine ganze Inneneinrichtung kaputt. Hier habe ich doch extra aus der schönen Wohnen. Ein erträglicher Unfall. Ach ja. Kennt ihr den eigentlich schon? Wenn ein Mann aus dem Fenster fällt, steht's in der Tageszeitung. Wenn eine Frau aus dem Fenster fällt, steht's in der schönen Wohnung. Ja, es gibt Dinge, da werde ich mich nie ändern. Unter anderem dabei. Frauen beziehen. So, ich hoffe mal, da wird es jetzt ein bisschen ruhiger werden. Da werde ich jetzt auch extra noch ein paar Bambusschützen mehr hinstellen. Und ich hoffe, dann haben wir da endlich mal ein bisschen Zapfenstreich. Was wünscht ihr? Graf-Pornoblitz zum Zapfenstreich. Und ja, diesen Titel gibt's wirklich. So. Sehr schön. Jetzt geht's doch mal voran mit dem Geld. Jetzt können wir auch mal ein paar von diesen Jungs kaufen. Für schnelle Probleme. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Perfekt. Ich könnte eigentlich noch ein paar Schilder aufbauen. Das wäre eigentlich noch das Optimum. Oh, was soll's. Machen wir das mal. Sind ja nicht so teuer. Warum sterbt ihr nicht einfach? Millionen von Menschen haben das bereits vor euch getan. Tut bloß nicht so, als wäre das was Besonderes. Na gut, die Baumeister kosten mehr als die Schilder, um einiges mehr, aber egal. 35 Gold pro Schild im Endeffekt. Das ist noch ertragbar. So, dann stellt euch mal richtig hin. So ist das, glaube ich, noch ein bisschen zu knapp. Wie schnell die so rumsausen, die Schilde. Das ist schon beinahe gruselig irgendwie.
Schild wird neu positioniert. Schild bereit, eure Lordschaft. Naja, muss reichen. Schild bereit, eure Lordschaft. Und da. Der hat bestimmt Probleme mit der Schilddrüse. Oh oh. Nein. Nein, hallo. Hört doch auf, kaputt zu gehen. Wozu stelle ich die Schilde hin? Na egal. Dann machen wir uns wohl langsam mal dran, den ersten Utfin zu meucheln. Wir wollen ja nicht ewig hier dran sitzen. Es werden Waffen benötigt. Eure Lordschaften. Schultert die Waffen. Es gibt auch übrigens einen Trick, wie man hier mehr Truppen raufbekommt. Fragt sich nur, ob ich den machen will, aber. Oh ja, machen wir es mal. Eure Lordschaft. Machen wir uns auch mal so eine Angriffsarmee im KI-Style. Utwin gegen Utwin. Tun wir mal so, als wären wir auch eine Utwin-KI. Und zwar eine, die sich gegen drei behaupten kann. Eine Extended Edition. Es werden Rekruten benötigt sein. Ihr dürft ruhig ein bisschen schneller kommen. Meine Burg sieht jetzt nicht so schlimm aus. Von euch, mein Lord. Na gut, ein paar hin und wieder ein paar zerstörte Mauern und brennende Gebäude und kreischende Frauen. Kinder ohne Zuhause. Foltergeräte. Keine Kekse. Das ist alles nicht so schlimm. Denn wir haben das Bier. Es gibt nichts, was mehr Leute anlocken könnte. Im Extremfall. So, oh, toll. Was ist denn da schon wieder los? Ein paar Verstärkungsarmbruchschützen kommen da wieder hinter und da brauchen wir wieder einen Baumeister. Dann können wir uns eigentlich langsam mal dran machen, den ein wenig zu beballern, weil ihr seht, den seine Burg ist nicht unbedingt das leichteste zu knacken. Den seine ist jetzt nicht unbedingt das schwerste. und bei dir, ja, da kommen wir genauso schlecht durch. Tja. Was tun, sprach das Huhn. Mal schauen. Da er eine sehr große Burg hat, ist er auf ein gewiss, wenn man sich auf eine Stelle konzentriert, relativ schwach. Aber mit den berittenen Bogenschützen einmal rundherum zu reiten, ist keine gute Idee. Das heißt, wir müssen irgendwie die Vorderseite sichern und dann freigraben. Nach ersten Möglichkeiten. Wir benötigen Gold. Sobald das frei ist, müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie da durchkommen. Wie gesagt, das ist ja wirklich, wir müssen durch den Burggraben durch und dann noch durch die Mauer. Und es gibt nicht mal irgendwo eine Schwachstelle oder so. Das Torhaus ist nicht gleich sofort angreifbar. Und du darfst hier ruhig wieder da hinten angreifen. Da habe ich nichts gegen. Zumindest nichts Effektives. Gut. Der Witz ist genauso alt, wie er gut ist. Er wird aber eigentlich nicht alt. Kann man es mal so sagen. So, und jetzt können wir uns eigentlich mal bald bereit machen, hier den ersten schweren Ritter anzugreifen. Ich sehe es doch an einem Blick. In deiner Nähe laufen doch die Kinder sogar lieber zum Priester und das mag was heißen. Was rede ich da eigentlich? Junge, du schaufelst dir dein eigenes Grab. Na und? Ich will halt bequem liegen. Ein erträglicher Verlust. Ja, aber ganz gut gegen angehalten, ich würde mal sagen. Und jetzt wird die Angriffsarmee von dem ein wenig dezimiert. Schon bevor sie kommt. Mwahaha. Das ist schön. So ist das alles schon mal ein wenig reduziert. Reduziert heute. 50% günstiger. Wer bei 10 nicht versteckt ist, ist selber schuld. Sagen wir mal, heute gibt es 20% außer auf Tiernahrung. Der Spruch ist schließlich mittlerweile schon ein Klassiker. Warum nie auf Tiernahrung, fragt mich nicht. Ich war zwar im Einzelhandel, aber mit dem Praktiker kenne ich mich nicht aus. Es werden Waffen benötigt sein. Aber ich denke mal, Tiernahrung ist einfach eine gesonderte Regelung. Tralalala. Na, wie schaut's aus, Utwin? Die Hosen voll. Eine Nachricht von Utwin. Warum sterbt ihr nicht einfach? Millionen von Menschen haben das doch weg. Vor euch getan. Ich will doch keine mehr sehen. Das ist was Besonderes. Du Langweile.
Fick dich und halt's Maul, Lockbier, ficke. Warum geht mir die ganze Zeit dieses Lied durch den Kopf? Verdammt. Hi. Es darf doch nicht wahr sein. Zu Diensten. Euer Gnaden? Eigentlich können wir schon fast so weit gehen. Obwohl, nee, noch nicht. Bereit oder nicht, ich bin auf dem Weg. Wir können aber so weit gehen, dass wir sagen, wir machen das hier. Aufgabe. Ich glaube, das wird gut. Und dann können wir das hier machen. Dann starten wir mal eine Art kleinen, lustigen, fröhlichen, spaßigen Kindergeburtstags-Belagerungsring. Mit Clowns und Wasserspritzen. Und Priestern. Ja. Was? Wie schnell? Och, ihr seid doch solche Sadisten. Kommt noch nicht mal erstellt. Hallo, wie schnell zerschießt ihr mir denn meine Sachen? Ach so, da hat auch eine Feuerballiste, Mensch. Es ist doch alles doof. Da müsste ich schon fast mit meinen Berittenen angreifen. Meine Berittenen. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, oder? Ist eigentlich ein guter Titel für einen bisschen schmutzigeren Film. Die Berittenen. Eine Geschichte von 69 berittenen arabischen Fürsten oder Scheichen oder Sultanen. Bloß für diese blieben nur Kamele übrig. Tut mir leid. Es werden Waffen benötigt. Oh Gott.